Im Jahr 2014 wurde ein junger deutscher Stürmer namens Leon Dreisaitl in der ersten Runde an dritter Stelle von den Edmonton Oilers gedraftet. Schon zu diesem Zeitpunkt stellte er einen NHL-Rekord auf. Kein Deutscher war bis dahin so früh gedraftet worden. Congrats on being the highest German-born player ever selected in the National Hockey League. And you had said before you wanted to be an Edmonton Oiler. Why was that? I think I'm a good fit for the young team and I'm just really, really excited. Dreisaitl entwickelte sich schnell von einem Ausnahmepassgeber zu einem gefürchteten Torschützen und sammelte mehr und mehr Scorerpunkte. Wow, that's just a very special goal. And he got it. Dreisaitl out front, fighting for the puck, backhands, he scores! What a goal by Leon Dreisaitl! Zuletzt durchbrach Dreisaitl zweimal in Folge die Schallmauer von 100 Scorerpunkten pro Saison und ist längst im Kreis der NHL-Superstars angekommen. It is my pleasure to announce the 2020 winner of the Hart Trophy, to Leon Dreisaitl. Well deserved. Congratulations, Leon. Thank you, Wayne. Die ultimative Bestätigung dann 2019-20. Dreisaitl wird mit 110 Punkten nicht nur zum Topscorer, sondern mit dem Gewinn der Hart Trophy und dem Ted Lindsay Award gleich doppelt zum MVP gewählt. But now we've got 2-on-1. What timer smoked home! And with that goal, Dreisaitl asses Marco Sturm with the most points by a German. In dieser Szene am 26. April 2021 im Spiel gegen die Winnipeg Jets erlebte er den nächsten historischen Moment. Mit seinem 488. Scorerpunkt überholt Dreisaitl den bisherigen Rekordhalter Marco Sturm und ist nun der beste deutsche NHL-Scorer aller Zeiten. Auch dank Leon Dreisaitl ist das deutsche Eishockey auf einem Höhepunkt angekommen. Mit Philipp Grubauer von den Colorado Avalanche oder Tim Stützle von den Ottawa Senators gehen schon jetzt die nächsten Sterne am NHL-Himmel auf.